Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Challengers Projekt. Mit dabei haben wir die Sophie, hallo. Hallo. Den Pascal. Ich grüße, moin. Und der Ansgar. Hallo Werner. Es ist wieder soweit, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wir haben heute wieder eine Challenge vor uns. Es sind mehrere Etappen geplant. Es ist so ziemlich alles dabei von, wir starten gleich mit Balden Weitwurf über Schätzquiz. Es müssen Sachen gekauft werden bis zu einer bestimmten Summe. Also heute ist weniger Fahrskills gefragt, sondern mehr so ein bisschen, wie kennt man den LS, wie gut, welche Preise kennt man. Aber wir fangen erstmal ganz gediegen an mit einem ganz geschmeidigen Balden-Weitwurf. Wir haben hier Sennebogen-Fahrzeuge stehen, die stehen alle in der gleichen Ausgangsposition. Wir haben färbige Ballen, die alle gleich groß sind und es geht darum, man sieht es vielleicht dahinter dem Zaun, es gibt Markierungen und wir werden jetzt gleichzeitig, aber doch nacheinander die Ballen greifen, wäre auch mit einem Spanngurt möglich und werden die dann versuchen, mit dem Sennebogen über diesen Zaun zu werfen und je weiter man wirft, bekommt man dementsprechend Punkte. Der weiteste 4 Punkte, der zweite ist der 3 und so weiter und so fort. Und dann am Ende des Tages schauen wir mal, wer als Sieger heute vom Platz geht bei dieser und bei den anderen Challenges. Du sagst geschmeidig, ich habe vor der hier am meisten Angst. Nein, da kommst du rein. Da kommst du richtig gut rein, glaube ich. Also das wird glaube ich, cool. Wollen wir uns hinter die Ballen stellen? Dann gebe ich Startsignal. Lasst mir meine Ballen stehen. Ich sag, Pascal, du bist weit genug weg, ne? Ja. Lasst mir meine Ballen stehen, bitte. Weit weg. 3, 2, 1, los! Geht es jetzt eigentlich um Geschwindigkeit? Nee, aber nee, gleich, ne? Jeder die gleichen Voraussetzungen. Okay, weil du hier so 3, 2, 1, das hat mir gerade Sorge gemacht. Ist ja bei Olympia auch so. Ich muss erstmal gucken, wie komme ich... Wer ist denn jetzt hier rechts neben mir? Ich wollte gerade sagen, ich bin in dem Sophie, Grün, okay. Aber ja. Ja, Sophie. Ja, so viel dazu. Okay, also wie gesagt, nicht alle nehmen bitte, sondern wirklich Balle für Balle nehmen. Könnt auch ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, Trockenübungen machen. Das heißt, einmal gucken, wie du es am besten wirfst. Ach du liebe Zeit. Ja, genau. Das heißt so und... Den hier. Okay. Den Schwenker. Dann schwingt dich frei hier, das Gerät. Den Schwenker, du. Ach du okay. Liebe. Okay. Also es ist auch erlaubt, mit Spanngurten das Ganze zu nehmen, ne? Nur nochmal gesagt. Ja, ich glaube, anders geht's gar nicht. Ja. Aber das, wisst ihr, was eigentlich gemein ist? Die zwei, die in der Mitte stehen, ihr könnt nicht so weit nach außen rauswerfen. Ja, du solltest halt schon möglichst gerade, dann hast du auch, ne? Ja, das ist voll schwierig. Nee. Ja gut, wollen wir nicht so kleinig sein, wenn das außerhalb des Feldes liegt, dann liegt es eben draußen, dann gilt das auch, denke ich mal. Sonst hat man ja wirklich einen Vorteil. Ja, doch. Aber ich glaube, man kriegt das hin, das einigermaßen gerade zu werfen. Also ihr könnt werfen, wenn ihr euch... Oh Gott, Pascal wirft das Ding gleich um. Ja? Ich weiß es nicht, okay. Wenn ihr euch bereit fühlt, ne, go for it. Also wir dürfen jederzeit werfen, ja? Werf, wie ihr wollt. Ich orientiere mich dann an euch. Wie das aussieht. Da trainiert. Hä, ich weiß gar nicht, wie. Warum denn nicht? Wie schwingt ihr denn vor zurück? Da schwingt er! Oh, was? Weg ist das Ding! Alter Falter! Aber ich glaube, da geht noch deutlich mehr. Hä, wie macht denn ihr, Pascal, wie macht denn ihr da hinten das so hoch runter? Oh, das war nach oben! Wo ist der hin? Der ist noch nicht wieder angekommen. Da ist er! Da ist er! Come on! Also Rechtsklick gedrückt halt und dann nach links, nach rechts, so schwinge ich quasi den Arm, entsprechend. Genau, Rechtsklick gedrückt halt und dann die Maus nach links und nach rechts. Nee. Ach doch. Werner hat aber auch. Ja. Warte. Scheiße, ey, nee. Oh, der kommt gut. Du musst die Mitte finden. Ui. Oh, guck mal. Das geht, das macht er nicht zum ersten Mal. Da bist du gut dran, Sophie. Ich komme überhaupt nicht mit der Steuerung klar. Ich glaube, seit 3 Wochen macht der Werner nichts anderes, als hier Fliegen zu üben. Das ist für mich auch neu, dass das hier so kam heute. Sophie, ich glaube, du solltest dein Ball nochmal neu dran nehmen, weil dein Arm ist gerade zur Zeit durchgehend am Schwingen. Ja, aber ich krieg meinen gar nicht hoch, runter. Nee, löst mal den Ballen. Nee, das bringt mir überhaupt nichts, den Ballen zu lösen. Du musst auch nicht unbedingt mit dem Hauptarm arbeiten, sondern kannst auch gerne mit dem vorderen Arm arbeiten. Ich kann ja gerade mit keinem Arm arbeiten. Und dann hast du noch den kurzen Arm, sage ich mal vorsichtig. Ja, genau der. Genau der. Und wenn du den da und im richtigen Moment dann L drückst zum Loslassen, macht den nicht selber kaputt in der Kabine. Also ich sag euch ehrlich, ich check's gar nicht. Ich bewege die ganze Zeit meine Maus irgendwie, aber... Ja, Moment. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Achsen. Wenn du Linksklick gedrückt Ja, dann mach ich den großen hoch und runter. Genau.
Und wenn du Rechtsklick nach links oder nach rechts die Maus ziehst, dann machst du den kleinen, glaube ich. Genau so. Und die Bewegung nutzt du jetzt und dann drückst du irgendwann mal L. Aber wie habt ihr denn da geschwungen? Ja, das machst du schon richtig. Das ist genauso, wie wir es auch gemacht haben. Ja, bei mir steht er in der Luft. Mach nochmal den Arm nach unten. Guck nochmal L. Ja, schade. Werfblindgänger. Olympia-Team, wir brauchen noch einen Ball. Gebt ihr auch so viel nochmal einen Ball. Das geht nicht. So. Ich will nicht noch einen. Ich bin massiv. Wie schafft man denn das bitte? Mentor. Ich schwing schon mal noch ein bisschen, ne? Ja, machen wir nochmal warm. Ruhig schon. Nee, wir müssen das alle in allen Durchgängen machen. Wir warten mal kurz, dass du deinen ersten Wurf machen kannst. Und dann können wir alle drei gleich nachlegen. Oi, guck's dir an. Ich krieg's noch nicht mal hin, jetzt den zweiten ranzudingseln. Was ist denn mit meinem Granus? Warum bin ich eigentlich schon so weit vorne und ihr noch so weit hinten? Ja, du hast wahrscheinlich zu weit vorgeneigt, aber dann hüpft er immer so einen Millimeter vor. Ja. Das ist eine Frechheit, muss man sagen, ne? Ein bisschen Kalkül auch mit dabei. Ab zum Zaun. Oh, guck mal, Sophie hat den nächsten Ball. Sophie, ich gebe dir einen kurzen Tipp, wenn du das lieber machst. Geht's für dich besser, wenn du das nach seitlich machst, also links und rechts? Du, ich bin mit allem überfordert. Weil du kannst auch theoretisch, ich glaube, dann landet der aber überall. Ich verstehe halt... Ja. Du bist schon richtig unterwegs. Ja. Ja, super! Ach, toll! Du, das ist ja keiner Stand, du. Ey, nee, das ist meine Bahn, by the way, ne? Das ist meine Bahn. Ja, der wird hier nicht im Weg liegen, so weit vorne, wie der ist. Nee, alles gut. Erstes Zwischenergebnis, ne? Erstmal Sophie mit der geringsten Distanz, sage ich jetzt mal. Dann kommt mein Ballen. Ich würde jetzt mal sagen, Werner... Nee, ja. Ansgar ist am weitesten, oder? Ernstke ist am weitesten und ich bin am zweitweitesten, würde ich jetzt sagen, ja. Okay, ich glaube, wir können das so loslassen. Ansgar, erste Runde gewonnen, ich bin der zweite Platz, Pascal dritter, Sophie vierter. Dann gönnt euch den zweiten Ballen und raus damit, ne? Besser wird nicht. Ich frage mal ganz kurz, ist das in Ordnung, dass ich jetzt einen halben Meter vorne stehe? Ich glaube, das macht das Kraut nicht fett. Okay. Na! Ach, jetzt komm! Da machen wir mal ein bisschen klein, Lisa. Musst du weiter mit der Kamera raus, das ist echt mein größtes Problem. Oh! Der war stark. Was? Ich bin schockiert. Alter, der war stark. Ui, der rollt sogar noch. Da rollt er. Der das rollt ist nicht aber... mal. Das sieht nach allem aus, was man nicht machen sollte im NS. Genauso sieht diese Karte aus. Irgendwann muss er... Ui, da ist er gelandet. Pascal. Der hat was gelandet, aber wo ist er gelandet? Ja, hinter deinem. Oh, das ist ja eine Frechheit. Das ist genau, der halbe Meter. Ich wollte gerade sagen, das ist genau die Distanz zwischen uns. Ich gehe nachgucken. Das ist der halbe Meter. Ich habe mein Maßband dabei, Pascal. Das habe ich immer am Mann. Oh nein. Ja gut, vielleicht ist es ein bisschen mehr als ein halber Meter. Ja, alle Fälle ist ein halber Meter. Hey, wieso kann der Pascal das wieder? Also ich habe schon geworfen übrigens, aber also, der ist auch echt weit geflogen. Aber in die falsche Richtung. Er legt den Ball. Aber der ist echt weit geflogen. Seid jetzt wirklich gucken gegangen, ihr zwei? Mensch, doch. Ich bräuchte jetzt halt noch einen Ballen. Und noch einen Ball für das Olympia-Team. Ja, ist schon da, Okay, also ich glaube, diese Runde geht eindeutig an den Pascal. Ansgar zweiter Platz, ich dritter Platz. Sophie spielt anders. Sophie spielt ihre eigene Olympiade hier. Dabei sein ist alles. So, du bekommst noch einen Ballen, Sophie. Ja, ich hab einen. Lass den Mann bitte stehen. Danke dafür. Du, das ist wirklich eigene Gefahr, wenn man sich hier zwischen mich und meinen Ball stellt. So. Sieht nicht gut aus für mich, muss ich mal so sagen. Okay. Gut, ja, Jungs, Werner. Fühlt euch frei. Dritte und letzte Runde im Ballenweithof. Erste Disziplin. Brauchen einen Sieger oder eine Siegerin. Lass ruhig bei Sieger. Wir wollen das ja neutral halten hier. Oh, jetzt habe ich das. Flieg! Komm, flieg! Ey, das ist echt frech, dass ihr so gut seid. Der ist echt gut geflogen. Ein bisschen Rückenwind. Oh, der ist nicht so gut geflogen. Quer gekommen komm, wohl. Komm, Pascal, bring mich auf den ersten Platz. So, jetzt aber. Ist ja auch interessant, wenn ich da hinten warte, bis es mich trifft, ne? Dann wird er aber weit werfen. Egal, wo du stehst, wenn er wird dich treffen. Ja, dann wird er mich treffen, ne? Ja. Einfach nur, weil ich's bin. Genau, das glaube ich auch. Seh's nicht. Da. Jawohl!
Oh no, wo ist der geflogen? Aber wie weit der fliegt? Wir hätten, ey, das wäre der, das wär's gewesen. Einfach das Ding um 180 Grad drehen. Ja, das hat Werner eben gesagt, aber ich glaube nicht, dass das so, also es hat jetzt keiner ausprobiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so erfolgversprechend ist. Weil ich glaube, dann landet der überall, aber nicht hier auf diesem Feld. Doch, ich glaube schon. Ich habe die richtig weit geworfen. Guck mal, wo mein Ball hinter mir liegt. Ja, das schafft auch. Ja, ist weit, aber ist in die andere Richtung, Sophie. Ja, ich weiß. Ich meine, aber du hättest den rückwärts geworfen. Ja, stimmt. Oh, jetzt bin ich traurig. Sophie, ich schicke dir das Safe Game. Versuch's nochmal. Gut, damit haben wir die Disziplin erstmal abgeschlossen. Die letzte Runde, glaube ich, geht an mich, kann ich sagen. Dann kam Ansgar, glaube ich. Aber gibt's jetzt nicht für das Spiel nur einmal diese 4, 3, 2, 1 Punkte? Ja, das ist die Frage. Wie haben wir jemanden da, der reden kann? Olympia-Team? Olympia-Team! Guten Tag. Hallo, wer hat das Ding hier gewonnen? Ansgar mit erster, zweiter, zweiter. Ah, gewonnen. Okay. Zweiter, dritter, erster. Dann Pascal, dritter, erster, vierter. Und Sophie, vierter, vierter, vierter. Respekt, Respekt, Respekt. Kann hier beim dritten Mal Pascal vierter sein und ich vierter? weil beide nicht über den Zaun kamen. Oh, schade. Ja gut, Okay, zum nächsten Mal, ne? Rückwärtsweitwurf hat Sophie gewonnen. Sehr gut. Auch das wichtig. Wohin müssen wir als nächstes? Ich hab's schon wieder vergessen. Rüben verladen, glaube ich, geht's, oder? Ah ja, okay. Ah ja, da sehen wir es. Ah nee. So, nochmal zur Erinnerung. Das waren 18.750 Liter, richtig? Ja. Richtig. Ja, genau. Also wir müssen jetzt, hier liegen zwei Rübenmieten, glaube ich, nennt man das im Fachjargon, mit jeweils an beiden Enden eine Ropa-Maus. Es geht darum, exakt oder so nah wie möglich 18.750 Liter in den Anhänger zu bringen. Wird die ganze Zeit ausbleiben. Das heißt, das funktioniert nicht. Aber ich habe euch schon einen kleinen Tipp gegeben. So ein bisschen mehr als 50.000 Liter gehen in so einen Anhänger rein fürs Gefühl, damit ihr ungefähr abschätzen könnt, die Hälfte ist so viel, ein Viertel ist so viel. Es geht nicht um Schnelligkeit. Also es ist komplett egal, wie schnell oder ihr schnell oder langsamer seid. Es geht einfach nur darum, so exakt wie möglich an diese 18.750 Liter ranzukommen. Okay. Noch Fragen? Eine Anmerkung. Als Beauftragter der Berufsgenossenschaft wäre es mir wichtig, dass die Rundumleuchten hier überall an sind. Ja, dann machen wir das so. Komm. Das wäre mir noch wichtig. Wenn das dein Wunsch ist, Ansgar. Das ist mein einziger Wunsch. Ansonsten bin ich siegessicher. Alles klar. Seid ihr bereit soweit? Yes, ja. Dann geht's los in 3, 2, 1. Viel Spaß. Eieiei. Ich bin das Ding noch nie gefahren, ne? Dann wird's Zeit, Sophie. Dann wird's Zeit. Rübenkatastrophe. Schlimmste Feldfrucht im Alice. Ein Bitte? Wichtiger Teil der Landwirtschaft. Das habe ich auch nicht, da möchte ich auch nicht widersprechen. Sophie, wie kommst du dazu? Also, bei mir ist es eigentlich eher so die Kartoffel. Nee, die finde ich besser zu ernten irgendwie. Ach, das ist schön mit dem Einreiher, das gefällt dir. Mit dem Einreiher? Ja, da gibt es nicht so große Maschinen für, außer dem Selbstfahrer. Ja, na der, klar. Ja, was muss ich denn zum Abladen drücken? Ui, das ist aber hier gerade ein bisschen... Sag mal, dass das da reinfällt. Was muss ich da drücken? Eigentlich war das automatisch, eventuell oder? Eigentlich musst du nur drüber sein. Genau. Ah, mit I funktioniert. Mit I funktioniert es? Ja. Okay, Entschuldigung, das war I noch dazu. Nein, nicht so schnell, Mensch! So, 18.750 Liter müssen es sein. Sag mal, Pascal, wie weit willst du noch drauf fahren auf das Ding? Sollst du es nicht besteigen, nur ganz bündig ranfahren. Boah, das ist natürlich jetzt schwierig, ne? Bei mir funktioniert hier irgendwie gerade... Achso, doch, Moment, jetzt... Nee, ich habe hier irgendwie ziemlich heftige Lags gerade. Das macht die genaue... So, ich würde sagen, fertig. Ich bin auch fertig. Ah, Moment, ich habe noch nichts abgeladen. Ja, mach nur. Also mein Traktor wäre frei, wenn das Olympiakomitee mal reingucken will und das aufschreiben will, wie nah ich dran bin. Ein Traktor ist freigegeben. Ich steige aus meinem auch raus. Ich bin der Rote. Komm schon, ich brauch das jetzt fürs Gefühl, dass ich gut bin nach der ersten Challenge. Mal gucken hier bei Pascal. Ja, das ist wirklich interessant. Grade. Wie viel habt ihr drin? Ich sag nix. Aha, zeig mal bei Werner. Schwierig. 52.000 war der ganze Anhänger, ne? Ja. Also ungefähr 26.000 die Hälfte. Ja, ich würde das komm, auch ich, mal so lassen, glaube ich. Ich geb's so ab. Das ist ein Wechselbad der Gefühle hier. Kann sein, muss nicht sein. Moment, ich gebe noch nicht ab. Machst du noch was rein? Da komme ich leider auch noch was fürs Gewissen rein. Ah, nein. Ah, ich bin zufrieden. Ich bin auch zufrieden. Hochhaus zufrieden. So soll es sein. Ich gebe ab. Dann machen wir die Mäuse wieder aus, hätte ich fast gesagt. Sicher ist sicher. Maus ist aus. Oh Gott, ich komme da gar nicht mehr drunter. Was machst du? Was machst du denn?
Alter. Oh Moment, Gott. Ich heb den einmal drüber. Was macht? Werde ich alle abgeladen? Ja. Ja. Okay, dann Olympiakomitee, bitte einmal nachgucken, wer, wie, wo, was. Und einmal Bescheid geben. Mhm. Da ist das Olympiateam. Ansgar hat sich den ersten Platz geholt. Das ist eine Frechheit. Bitte? Das ist eine Frechheit. Er hat nur eine kleine Differenz von 791 Litern. Wow. Stark. Den zweiten Platz hat sich Pascal geholt. Oha. Hat eine Differenz von 2539 Liter. Sophie ist auf den dritten Platz gerutscht mit einer Differenz von 5829 Litern. Werner ist vertrauenswürdig. Und Werner ist auf dem letzten Platz mit einer Differenz von 7730 Liter. Ihr habt noch ein bisschen Regenwasser drin. Werner, du hast grau? Ja. Zu wenig, die Differenz gehe ich jetzt mal. Oder? Zu viel? Zu viel. Oh ja, es ist halt so schwer zu sehen. Echt? Ja, ich hab's gratis, ne? Ich finde bei Ansgar sieht es total leer aus. Dann war echt diese Angabe von wegen die Hälfte, also ein bisschen weniger als die Hälfte, war richtig irreführend dann, glaube ich. Ey, wegen Werner, ich hab ein bisschen so weniger als die Hälfte gemacht. Jetzt bin ich's wieder, weißt du? Du hast dich so verunsichert, ich will dass das ich nicht als Schuss nachgelegt hab. Dass ich meinen Schuss nachgelegt hab. Das waren bestimmt die 2000 Liter Differenz, die nachgelegt habe. Pascal, ich kann dich beruhigen, du hast noch Chance zu punkten im nächsten Spiel. Du hast noch Punkte. Ja? Okay, womit geht's weiter? Jetzt bin ich heiß. Ich bin so langsam gefallen hier dran. Hast du jetzt schon zweimal gewonnen eigentlich, Ansgar? So sagt es das, Olympia. Damit okay. Ich auch. Wo geht's weiter? Wo ist die nächste Challenge? Wo geht's weiter? So, die nächste Challenge dann, liebe Leute. Jetzt geht's ein bisschen darum, wer kennt den LS gut, wer kennt die Maschinen gut. Wir werden jetzt gleich über den Ingame-Chat praktisch einen Namen einer Maschine, eines Geräts, eines Traktors, wie auch immer, bekommen. Und wer das Ding am schnellsten kauft, holt sich den Punkt. Wir haben wieder drei Runden. Es wird wahrscheinlich eher nicht so sein, dass jetzt da steht Fan 1050, sondern da wird irgendein Gerät sein, was jetzt nicht alltäglich ist, aber was trotzdem im Standardspiel vorhanden ist. Und wer das erste kauft, hat die meisten Punkte und der zweite, dann der dritte und so weiter. Ihr werdet es sehen, wie es kommt. Habt ihr noch Fragen? Nee. Das Geld ist komplett egal. Jetzt geht's um Zeit. Der Schnellste holt sich die ersten Punkte. So, liebes Olympiateam, meinetwegen, go! Seid ihr bereit? Ja. Also, 3, 2, 1. Nicht über die Marke gehen, das ist verboten. Nicht über die Marke gehen. Sag mir irgendwas. Was ist das? Das kann jetzt halt ewig dauern, ne? Ja, sobald es erst. Da wurde schon was gebaut. Ja, ich weiß es. Warte. Es ist schon eins da. Ja, aber zweiter Punkt zählt auch. Ach so, nein, ich bin so doof. Deswegen ist es gar nicht doof, wenn du nicht weißt, was es ist, dass du es direkt. Ja, da sind wir doch. Wir haben was. Das ist ich immer bin so doch. Blöd. Wer war denn der Erste? Das würde mich jetzt selber interessieren. Ansgar, ne? Hof 3. Wer ist Hof 3? Ansgar war das. Ja, klar. Mensch, das ist ja ein Ding. Hof 2 war ich. Hof 4 war Pascal. Ich bin so doof. Sophie. Ich habe gedacht, es ist vorbei, wenn es erstes Boss. Nein. Sophie, nicht vergessen, ne? Mm. Auch der zweite Platz bringt 3 Punkte. Okay, von mir aus, liebes Olympiateam. 3, 2, 1. Oh, das kenne ich, glaube ich. Ist schon ein bisschen schwieriger, ne? Ich habe die ganzen Sachen noch nie gehört. Ich bin aber auch, ich habe keine Ahnung. Boah, da war ich jetzt aber falsch. Hä? Bei der Mähtechnik sage ich ja, wie es ist, ne? War ich auch. Ich war in der Mähtechnik. Ich auch, aber ich dachte nämlich auch an das Alpine-Pack von damals. Ja, aber du auch vermutlich, nicht. Ne? Ja, klar. Jetzt ist es einfach nur noch raten. Mensch, hier. Keine Ahnung, ich gucke jetzt hier alles durch. Es war ein Striegel, oder? Es war kein Fahrzeug, da bin ich mir ganz sicher. Ein Striegel war es auch nicht. Ah! Hä? Was ist es? Hast du es? Ja! Kauf! Ah! Ah, shit, ja! Na, klick. Sind es hier? Ich hab's Falsche gekauft. Ich bin so dämlich. Ja, ich konnte. Ach, Mann, ist egal. Ich habe auch einfach 2 gekauft jetzt. Ah, du hast auch das Falsche gekauft. Du hast auch das Falsche gekauft. Oh nein.
Hast du beide gekauft? Ich habe, glaube ich, auch das falsche gekauft, aber ist ja egal. Also das 550er ist auf alle Fälle das kleine. Okay. Weil das große ist das 1600er. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich gekauft habe. Ansgar, du hast auch das große gekauft. Ja. Ja, okay. Dann du hast auch das falsche. Okay, warte mal. Sophie hat das große gekauft, ich habe das kleine gekauft. Wer hat noch das kleine gekauft? Pascal hat auch das kleine gekauft. Ach so. Yes. Hä? Ich habe es jetzt ganz am Ende gekauft. Genau. Ja, ganz am Ende ist hier. Das ist deins. Werner, ich, danach du und danach Ansgar. Genau. Ah ja, okay, gut. Genau so ist es. Dritte und letzte Runde. Los Drei, geht's. 3, 2, 1. Viel Spaß. Boah, das ist so gemein. Das ist so gemein. Das kann alles sein. Sagt mir bitte, wenn ihr was gekauft habt. Seid so fair. Wie still das hier auch ist. Das muss doch irgendein Anhänger sein. Hä? Ich hab's. Oha. Das ist nicht dein Ernst. Was ist das? Ja, das ist die nächste Frage. Was ist? Ja, tatsächlich. Das ist ein Zuckerrohr. Tatsächlich. Ja, klar. Ja, jetzt im Nachhinein, ne? Oh. Also ich hätte das niemals gewusst. Das war Glück. Sophie wieder. Ich bin von oben einfach alle Kategorien durchgegangen. Das ist klug. Gut. Erster Platz hier. Ich bin von unten hochgegangen. Nein, das gibt's nicht. Erster Platz hier geht an Sophie. Zweiter war Ansgar, das ist eine Frechheit. Dritter war ich. Und vierter dann dementsprechend Pascal. Dann haben wir das auch wieder aufgelöst. Liebes Komitee, wer hat sich am besten geschlagen in dieser Challenge? Werner hat mit 9 Punkten den ersten Platz gemacht. Sophie ist auf dem 3. Platz. Pascal ist das Schlusslicht und Ansgar hat den 2. Platz gemacht. Mag das nicht, wenn Challenges von Werner kommen. Hier spielen sich die Spielstunden wieder, so wie es aussieht. Sophie, du kannst doch einholen. Wir haben noch eine Challenge übrig. Und zwar die Futtermischwagen-Challenge. So, liebe Leute, ganz kurz erklärt. Wir haben hier 4 selbstfahrende Futtermischwagen stehen und wir haben hier vorne Berge von Silage, Stroh und wir haben Heu hier. Und wir haben hier links hinten haben wir noch Paletten mit Mineralfutter. Ihr müsst die perfekte Mischration machen, beziehungsweise es muss angezeigt werden als totale Mischration. Und wir brauchen davon im besten Falle 20.226 Liter. Mhm. Wer am nächsten dran ist und... Das ist wichtig. Wer aber auch Mischration produziert hat, holt sich diese Challenge. Darf man vorher fragen, wie viele Liter da reinpassen insgesamt? Ich möchte noch eine zusätzliche Anmerkung machen, was auch noch wichtig ist. Das Ganze darf nicht in der Ego-Perspektive erfolgen, weil es gibt ja nämlich... Das stimmt. Mhm. Gewicht. Also in diesem Fahrzeug haben Platz 26.000 Liter. 26 okay. Kubikmeter. So ungefähr fürs Gefühl her, ne? Weil das Gefühl hat heute schon mal getrübt. Ja. Okay, gut. Habt ihr Fragen? Nee. Gut, ihr sitzt schon alle drin, ich steige gleich ein. Fröhliches Mischen in 3, 2, 1, los! Auf geht's! So, noch nie Mischfutter gemischt. Außenperspektive, nicht vergessen bitte. Hast mir die Silage übrig, ne? Noch nie gemacht, Pascal. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ich helfe dir nicht. Noch nie gemacht, nee. Ich schließe mich einfach hier allen anderen an und guck mal, wo das hinführt. Das war zu viel. Stimmt! Also könnt... Jetzt schon zu viel? Ja. Nee, komm, ist doch alles offen. Bei euch habe ich nicht zugeguckt, aber ich weiß, bei mir war es, glaube ich, zu viel. Das Silage ist schon ein großer Anteil, was du brauchst, glaube ich, für die richtig gute Mischration. Das verändert optisch seine Farbe, wenn es Mischration ist, oder? Das frage ich mich auch gerade. Oder, nee, das bleibt, glaube ich, so braun wie Silage, ne? Oh, doch, es ändert. Moment, ich muss mal bei euch gucken, wie das bei euch aussieht. Es hat sich geändert, du hast recht. Aber... Ich glaube, dass ich zu wenig Füllmaterial drin habe. Ich auch. Das kommt noch rein. Ey, da raff mich jetzt hier weg. Sophie wieder. Oh nein, hier will ich doch gar nicht hin. Nein. Lass mich raus. Komm, nimm. Wie geht es aus? Oh nein. Das ist auch eine gute Taktik. Die Taste B. Ach, aber dürfen wir auch ablassen? Dürfen wir den Tanker noch mal ein bisschen lüften? Ja, also wir haben keine, ne? So, jetzt ist aber wirklich Feierabend. Spielt denn eigentlich die Reihenfolge eine Rolle? Nee, ne? Ich glaube nicht. Du musst am nächsten dran sein. Weil am Ende wird ja eh alles durchgehen. Ja, ist egal. Ja. Ich lasse meinen fertig hier vorne stehen. Ich höre auch auf. Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Oh, ich weiß nicht. Was ist mit den Paletten hier an der Seite? Hat man... Musst du nicht nehmen. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst die, dann nimm die gerne. Okay, was ist auf den Paletten eigentlich drauf? Mineralfutter. Ah ja. Achso, ich bleibe jetzt mal auf meinem stehen, damit man erkennt, welcher meiner war. Achso, oh ja. Gute Idee.
Sophie, wir haben gar nicht. Du hast ein bisschen weniger, glaube ich. Ein bisschen weniger als du, ja. Oh nein. Die Farbe sieht aber gut aus. Ja. Deine aber auch, Mensch. Was machen die zwei da? Oh, ablassen. Guck's dir an. Guck's dir an. Ach, ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig, oder? Ach, ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Willst du nochmal zurückfahren? Nee, ich lass so. Ihr habt ganze Zeit über den Farben gesprochen. Was, wie kann man, also woran, wo orientiert ihr euch da dran? Die Farbe von dem, was in deinem Fahrzeug drin ist, ändert sich ein bisschen, wenn es Mischfutter ist. Ja, und? Ja, dann weißt du, dass du schon mal Mischfutter hast und nicht mehr nur Silage oder so. Okay, alles klar. Jetzt macht dich spannend hier. Also es muss ein bisschen heller sein als der Silageberg. Dann hast du Mischfutter drin. Hä? Genau. Ich glaube, es ist aber richtig bei dir. Also so, wie ich das hier von Weitem einschätze. Gut, ich glaube, so lasse ich das. Okay, die Ersten können schon kommen zum Auswerten. Obwohl... Pascal. Strohsnuffüllmittel übrigens. Das müsste passen. Ah, nee, ein bisschen was lasse ich noch raus. Wie kann man noch was ablassen? Steuerung I. Steuerung I. Du musst aber dann wieder Steuerung I drücken, damit es auch wieder aufhört dann. Genau, aber kannst du auch dann wieder aufnehmen. So, die Mische ist fertig. Die knallt, aber anders. Freunde, das wird was. Bist du sicher? Nee, bin mir alles nur nicht sicher. Doch, Pascal. Komm ins Ziel. Ich gebe ab. Alles cool. Hast du B gedrückt, damit er nicht mehr aufnimmt? Ja. Okay. Meiner sieht so leer aus. Warst am längsten deiner weg. Deiner sieht echt leer aus, ja. Was hast du denn gemacht? Was sagt das Komitee? Oh, haben wir schon alles schon erledigt. Grüße. Und wie sieht es aus? 20.226 Liter waren gewünscht. Sophie, herzlichen Glückwunsch, du hast den ersten Platz gemacht. Ja! Du hast eine Differenz. Ich liebe deine Challenges! Ja, du hast eine Differenz von sage und schreibe nur 54 Litern. Boah! Das ist stark. Das ist stark. Den zweiten Platz hat Werner gemacht. Er hat eine Differenz von 83 Litern. Boah, aber so viel haben wir nicht unterschiedlich. Ja. Ansgar hat den dritten Platz gemacht mit einer Differenz von 577 Liter. Zu viel oder zu wenig? Zu viel. Ah, okay. Ah, da hätte ich dann noch mehr. Es soll mehr ablassen. Und Pascal, bei dir ist es leider Gottes keine Mischration geworden. Du hast eine Differenz von 20.226 Litern und bist auf dem letzten Platz gelandet. Aber ist deine Farbe nicht wie bei uns? Nee, ist ein bisschen dunkler. Oh, ist aber wirklich marginal, ne? Also das muss man schon ein bisschen kennen. Oder? Nee, ich finde, das sieht 1:1 so aus. Ja, es sieht 1:1 so aus. Ja, wenn du ein bisschen viel Silage... Also oder Pascal, es war schon mal Mischration und er hat dann zu viel von was anderem reingemacht. Das kann das kannst du, wenn er zu viel Heu rein hat. Ich wurde hier subtil sabotiert hier von Sophie mit der Farbe. Das ist definitiv eine Futtermischung, keine Mischration. Jetzt brauchen wir noch eine Gesamtauswertung. Richtig. Wer hat das Ding geholt? Sag meinen Namen, komm. Wer ist Olympiasieger? Gibt's hier auch goldene und Silber- und Bronzemedaille oder wie läuft das hier? Bitte von Platz 4 beginnend. Wir brauchen erstmal den Sieger. Ich wurde ein Link geschickt. Gottes Willen, das ist ja schlimmer wie bei Olympia. Bau doch nur einen Sieger, Mensch! Ja, lies mal bitte vor. Ansgar hat gewonnen. Ja. Ansgar hat 24 Punkte geholt. Ich habe 22 Punkte. Sophie hat. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Pascal 17 Punkte und Sophie 16 Punkte. Ich bin auf dem dritten. Dritten Pascal. Werner, ich liebe deine Challenges. Das ist nicht meine Challenge. Ansgar hat 10 Punkte im Ballenweithof. Da hast du dir richtig reingehauen. Ja, shit. Ach man, die Disziplin hat mir alles versaut. Ja, da hast du leider nur 3 Punkte. So wie beim Rübenverladen war Ansgar auch der Beste mit 4 Punkten. Bei dem Fahrzeugkaufen war ich tatsächlich vorne, dann Ansgar mit 8 Punkten. Beim Futtermischen war Sophie vorne. Ja, das ist halt. Ach so, aber ich habe ja jetzt. Gewonnen. Fürs Futtermischen hat man jetzt auch nur 4 Punkte bekommen und fürs Beinding ja dann. Ein Durchlauf, ne? Ein Durchlauf. Ach so, ich dachte, das wurde zu einem gerechnet. Die Sachen, die Spaß machen, bringen mehr. Final hatte ich das ja richtig mitbekommen. Auf dem ersten Platz der Ansgar. Jawohl. Auf dem zweiten Platz der Werner. Jawohl. Auf dem dritten Platz meine Wenigkeit. Perfekt. Und Sophie, obwohl sie so gut gemischt hat. Leider auf dem letzten. Ah, ist okay. Ich meine, man sieht ja an Werner, man überlebt, wenn man verliert. Viel auch. Von daher ist das nicht so schlimm. Gut, Leute, ich glaube, das war auch die letzte Challenge, ne? Richtig. Im Challengers-Format im LS22. Das heißt, Werner, dir sollen die letzten Worte gehören. Ich danke ganz, ganz herzlich nochmal ganz für das Erstellen dieser Challenge. Ich danke generell allen Leuten,
Egal ob jetzt bei Ansgars Team, egal ob jetzt Pascal, Sophie, einfach, dass immer wieder Leute da waren, die die Challenges erstellt haben. Herzlichen Dank. Ich glaube, die Leute haben viel, viel Freude mit den Videos gehabt. War eine coole Reihe, muss ich sagen. Auch herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Und auch Dankeschön an Sophie und Pascal, dass sie dabei sind. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Danke dir. Vielen Dank. Ansgar, lass mal außen vor. Beziehungsweise danke für die Einladung, muss man ja mehr oder weniger an Ansgar sagen. Ja, danke euch fürs Mitspielen. Hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten LS dann hoffentlich wieder, oder? Auf jeden Fall. Genau so ist es. Mit vielen, vielen neuen Challenges und vielen, vielen neuen coolen Ideen. Sagen wir noch damit tschüss. Sind wir fertig, liebe Leute. Das hat mir gerade irgendwie nicht gepasst, ne? Schaut gerne mal bei den anderen in die Videobeschreibung. Sind sie alle verlinkt in allen Kanälen vorbei. Lasst gerne überall ein Däumchen und ein Abo da. Wir sind raus. Vielen Dank. Tschüssi. Tschüss.